1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Vorab erstmal möchte ich ein dickes Entschuldigung sagen. Entschuldigung, weil wir gestern wirklich große Probleme hatten, technische Probleme, was den Ton anbelangte und auch das Bild. Das konnten wir leider nicht mehr in der tiefen Nacht beheben, sodass gestern die Sendung äußerlich nicht gut rüberkam. Und nochmals, wir bitten das zu entschuldigen. Jetzt sind wir da, jetzt ist alles in Ordnung. Ich hoffe, ihr seht uns gut und hört uns gut. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt Nah am Tod. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die selbst nah am Tod sind, aufgrund einer schweren Krankheit, die vielleicht selbst nah am Tod einmal waren und sind, salopp ausgedrückt, dem Tod von der Schippe gesprungen. Gerne auch mit Leuten, die ein Nahtoderlebnis hatten oder mit Menschen, die mit Sterbenden arbeiten, also mit Krankenschwestern, mit Pflegepersonal, mit Leuten, die in Hospizen arbeiten und so weiter. Oder auch mit Menschen, die direkt mit Toten etwas zu tun haben, also sei es ein Bestatter oder sei es beispielsweise ein Pathologe. Unser Thema heute Nacht heißt Nah am Tod. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, dann meldet euch ganz einfach unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 05050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Tommy und Tommy ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Tommy. Ja, das Thema ist Nah am Tod. Ja, genau. Ich hatte letztes Jahr am 30.04. einen Motorradunfall. Ja. Und ja, habe so gut wie alles mir kaputt gemacht, also im Körper. Ja. Also es war ein sehr schwerer Unfall. Genau, mit 240 ungefähr bin ich aus der Kurve gefahren. Das heißt, du bist zu schnell gefahren? Ja, eindeutig. Mhm. Auf einer Landstraße? Ja. Mit 240? Ja. Boah. Ja, das ist Wahnsinn. Also die Maschinen heutzutage, die sind natürlich, da reißt man einmal den Hahn auf. Mhm. Und dann Bist du lange Motorradfahrer schon gewesen vorher, oder? Ja. Seit meinem 18. Achso, das heißt also schon mit Erfahrung und dennoch ist es passiert. Genau. Wie schwer warst du verletzt? Ja, ich hatte, also das ganze Gesicht war komplett alles, habe ich überall Platten drin, Metallplatten, der Schädelknochen war gebrochen. Mhm. Ja, Zähne waren raus, haben sie zum Teil wieder befestigt und die Ärzte haben einen grandiosen Job gemacht, also ohne Foto, ohne alles, und wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke, es ist wie vorher, ne? Also, das heißt, das Gesicht war, die Persönlichkeit im Gesicht war fast zerstört? Ja, komplett zerstört. Und die haben das wieder hinbekommen. Ja, lass mich noch eine Frage stellen zu dem Unfall. Du bist mit 240 in diese Kurve gebrettert, ja. Dann rausgeflogen aus der Kurve, dann irgendwie an einen Baum geknallt oder was ist passiert? Genau, an so einem Wall hängen geblieben. Das Motorrad ist auf so einem Maisacker geflogen. Mhm. Und ich bin leider oder zum Glück am Wall hängen geblieben. Kann man sehen, wie man will. Ja. Ja, und dann ist Schulterblatt gebrochen, alle Rippen waren gebrochen, Niere gerissen, Wirbelsäule gebrochen, Becken mehrmals gebrochen, Bein zertrümmert. Also das komplette Programm. Und bin eigentlich nach 4 Wochen Koma, lag ich noch 3 Wochen auf Station und konnte schon wieder auf Krücken laufen. Also, aber 4 Wochen Koma? Ja. 4 Wochen komplett weggetreten? Komplett weg, ja. 4 Wochen eigentlich nah am Tod? Genau. Ne? So wie unser Thema heißt. Ja, genau. Kannst du dich an irgendetwas erinnern in dieser Koma-Zeit? Ja, also ich habe geträumt. Das muss in der Aufwachphase irgendwann gewesen sein, denn im Koma selber haben mir Angehörige und so, meine Eltern, Musik und so weiter, also bekannte Musik und so weiter mitgebracht, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Mhm. Und was hast du dann geträumt beim Aufwachen? Ja, also die irrsinnigsten Dinge. Also ich bin ganz normal zur Arbeit gegangen. Mhm. Am nächsten Tag muss es irgendwie gewesen sein, bin ich ganz normal zur Arbeit gegangen, habe gearbeitet, ganz normal. Und jedes Mal ist dann eine Person aufgetaucht in dem Traum. Mhm. Das muss irgendwie eine Pflegerin gewesen sein, die dann an mein Bett kam, wahrscheinlich, weil ich gezittert habe oder
Achso, aber das war dann in Gestalt einer anderen Person aus deinem Leben? Genau. Mhm. Nee, das war irgendeine Gestalt, also die kannte ich nicht. Ach so. Mhm. Ich musste eine Pflegerin, ich habe die auch nie wieder gesehen, weil ich auch in zwei verschiedenen Krankenhäusern lag und habe die leider nicht wieder gesehen. Ich hätte die gerne nochmal getroffen. Hatten diese Träume für dich eine Bedeutung? Ja, im Nachhinein ist es so ein bisschen... Ja, ich habe auch von Bekannten geträumt. Also ich bin mit einer Freundin von mir, sind wir dann irgendwie, wollten wir in Urlaub fahren und sind dann auf dem Bahnhof gewesen. Mhm. Und das muss der letzte Traum gewesen sein. Da bin ich dann aufgewacht aus dem Koma, also richtig wach geworden. Und dann wurde ich gefragt, ob ich weiß, warum ich denn überhaupt hier bin. Mhm. Und die erste Zeit konnte ich noch nicht sprechen. Ich hatte einen Luftröhrenschnitt. Lass mich da mal unterbrechen. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man... Es ist ja schon seltsam, wenn man aus einer Narkose aufwacht. Ja. Da weiß man im ersten Moment gar nicht, was los ist, sondern man fühlt sich irgendwie völlig bematscht. Und genau. Wie ist es, wenn man nach vier Wochen Koma aufwacht? Ja, Angst. Also gerade mit den ganzen Schläuchen und... Du wusstest gar nicht, was los ist? Nee, gar nicht. Du hattest auch keine Erinnerung an den Unfall? Gar nicht. Im ersten Moment? Nee, ich dachte, ich bin zusammengeschlagen worden irgendwie auf dem Bahnhof, weil das halt der letzte Traum war. Hat man denn da überhaupt ein Ich-Gefühl? Jetzt mal ganz grob gefragt, wusstest du, wer du bist? Ja, das wusste ich. Das schon? Ja. Ja. Und meine Mama war auch gleich da, die durfte immer mit überall in auch Intensivstationen, musste zwar zwischendurch raus, aber... Und die hast du auch erkannt dann? Ja, sofort. Mhm. Also ich weiß auch alles. Ich weiß jede PIN-Nummer, jede Geheimzahl, alles. Mhm. Von vorher noch. Mhm. Ja, genau. Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis du dann nach 4 Wochen Koma so einigermaßen wieder zur Besinnung gekommen bist? Eine Stunde, ein paar Tage? Nee, ein paar Tage. Also man macht dann ja Entzug auch durch von dem ganzen Morphium und was man alles kriegt. Und also ich sag mal, 8 Wochen dauert das, bis man wirklich realisiert, was überhaupt passiert ist. Aber jetzt, bis heute wirst du realisiert haben, was da passiert ist. Du bist dem Tod knapp entronnen. Genau. Du vielleicht ein paar Millimeter anders gefahren oder noch einen Tick schneller wärst du tot. Ja, oder, ja. Oder würdest du im Rollstuhl sitzen oder so. Ja, das ist das, was mich unglaublich aufbaut, ne, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. Das heißt, du kannst heute ganz normal gehen wieder und dich... Nee, und noch leider nicht. Ich habe so ein Gehapparat, der Knochen von den Beinen, der war ja komplett weg, der ist neu, das ist so ein Verfahren, da ziehen die den Knochen, also der wächst neu und der ist noch zu weich, dass ich ihn ganz belasten könnte. Ah ja, aber ich kann bald wieder ganz normal laufen, also in einem halben Jahr noch. Hast du Schmerzen so, wenn du so normal lebst? Nein, gar nicht. Mhm. Also soweit ich mich jetzt bewegt habe und so weiter, unter der Belastung nicht. Und du siehst aus wie vorher. Wie vorher, ja, komplett. Na, die Mama wird schon ein Foto gegeben haben, wie du ausgesehen hast. Nee, hat sie nicht. Das haben die auch gleich in der ersten Nacht, wo ich da war. Also die haben mich gleich 14 Stunden operiert. Ja. Hast du diese Platten immer noch im Gesicht? Ja, teilweise habe ich sie mir entfernen lassen. Ja. Weil ich brauche Implantate für die Zähne und da mussten diese Platten raus, aber teilweise bleiben die dann auch drin. Also für immer. Genau wie in der Wirbelsäule sind Platten und im Becken und die bleiben dann ein Leben lang drin. Tommy, du bist 23 Jahre jetzt alt. Was hat das mit dir seelisch gemacht, dass du knapp dem Tod entronnen bist? Ja, also ich bin eigentlich wie vorher. Bist wie vorher? Würdest du auch wieder Motorrad fahren? Das weiß ich nicht. Es gibt wichtigere Sachen im Leben als Motorrad. Also wenn ich... Na, man hört ja immer so von Leuten, die sowas ganz Schlimmes erlebt haben, die sagen, das ist für mich der zweite Geburtstag und seitdem lebe ich anders, ich lebe bewusster. Ja, auf jeden Fall. Bewusster auf jeden Fall. Das schon, also, das ist bei dir auch so. Ja, ich mache mir auch keine Vorwürfe, dass ich da nur zu schnell gefahren bin oder dass ich da jetzt den Unfall gebaut habe. Das Einzige, was mir, wo ich mir Vorwürfe mache, ist halt meine Familie, also... Dass die durchstehen müssen in der Zeit, ist natürlich... Aber eigentlich solltest du dir auch Vorwürfe machen, dass du da wie ein Idiot gebrettert bist. Ja, man macht sie, aber es sollte einen nicht fertig machen, sag ich. Nee, natürlich nicht. Man sollte daraus lernen, dass man sowas nie wieder... Du hättest ja auch noch andere Leute auch mit reinziehen können. Das ist, was mich immer wieder aufbaut. Also, dass ich nicht im Rollstuhl sitze und dass ich keine anderen Leute mit gefährdet habe da... Ja, ja. Also die Perspektiven sind ganz gut. Das heißt, wenn du jetzt noch ein bisschen tapfer aushältst, dass du in einer gewissen Zeit wirst relativ normal wieder leben können. Genau. Mhm. Haben deine engen Leute, haben die alle zu dir gestanden während dieser Zeit? Ja. Ja. Also ich habe die Freunde, die ich vorher hatte, habe ich jetzt auch alle noch. Hast du eine Freundin? Nee, das nicht. Mhm. Nee. Ja. Aber ich habe mehrere gute Freundinnen, also so. Ja.
Aber keine Partnerin gehabt. Nee, keine Partnerin. Nee. Du hältst es durchaus für möglich, irgendwann wieder dich auf den Feuerstuhl zu setzen? Ja, aber nicht so wie vorher. Also ich bin vorher auch Rennstrecke gefahren und so weiter. Und das auf gar keinen Fall. Denn wenn das Bein wieder gebrochen ist, dann bin ich gleich wieder ein Jahr, muss das dann wieder behandelt werden und so weiter. Und fahr doch lieber Fahrrad. Ja, ich fange gerade wieder an. Ja. Lieber Tommy, also eine schlimme Geschichte, aber gut, dass sie so gut ausgegangen ist. Ja, darf ich noch eine sagen? Ja. Ich habe, viele sagen, sie haben so dann im Koma, wenn sie an den Tod kommen, so einen Tunnel, sehen sie einen Tunnel oder sowas. Und das ist oftmals, ist es bei, also es mag sein, dass es irgendwie sowas gibt, aber oftmals ist es auch einfach durch den Entzug, was da kommt, dass man erlebt es wirklich so real. Ich habe, da läuft dann Wasser die Wände runter und die Decke stürzt ein und man sieht irgendwelche Lichter und so weiter. Und da glaubt man, wenn einem das erzählt wird, das hast du nur geträumt und so, will man nicht glauben. Das habe ich erst geglaubt, wo ich dann einen Zimmernachbarn gekriegt habe, der genau das erzählt hat. Und da habe ich gedacht, man, das spinnt er sich eigentlich zurecht. Ja. Also kein Nahtoderlebnis bei dir. Nee. Alles sehr normal und erklärbar. Genau. Alles abgelaufen. Genau. Tommy, ich wünsche dir alles Gute, gute Besserung. Und dass du Schutzengel bei dir bleiben. Da hast du aber eine ganze Heerschar gehabt, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Und ich möchte nochmal ganz lieb meine Mami grüßen, die alles für mich tut und mich ja ganz großartig unterstützt. Ich kenne sie nicht, aber ich schließe mich einfach mal an. Ja, dankeschön. Tschüss, Tommy. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt zu unserem Thema heute. Unser Thema heißt Nah am Tod. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die nah am Tod schon mal waren, die nah am Tod sind oder die einen Beruf haben, der mit Tod, mit Toten zu tun hat oder mit Sterben zu tun hat. Es geht weiter mit Jan und Jan ist 36 Jahre alt. Hallo Jan. Ja, hallo. Hallo Jan. Domina. Schönen guten Morgen. Ja, du hast auch zu unserem Thema angerufen. Ja, richtig. Ich möchte eine Lanze brechen für die Hospizbewegung, genauer gesagt für das Rikam-Hospiz in Berlin-Neukölln. Ja. Wir erklären mal eben ganz kurz, ich glaube, das ist noch gar nicht so ganz, ganz bekannt. Also Hospize sind Einrichtungen wo Menschen zum Sterben hinkommen. Ja, richtig. Und wo Menschen in einer sehr menschenwürdigen Form bis zu ihrer letzten Stunde begleitet werden. Ja, also es ist wirklich fast unbeschreiblich, was die Leute leisten. Also das wollte ich eben mit dem Anruf auch mal in die Öffentlichkeit bringen. Arbeitest du dort? Nein, ich habe dort meine Mutter verloren. Ach so. Am 2.4.2005 ist meine Mutter dort an Lungenkrebs verstorben. Ja, wie lange hat deine Mutter in dem Hospiz gelegen? Vom 28. Januar bis 2.4. Also, muss ich mal rechnen. Also von Ende Januar bis Anfang April. Ja. Und sie ist dann auch dann in dem Hospiz gestorben. Ja. Was ist das Besondere, was du sagen würdest, das hat mich extrem beeindruckt in diesem Hospiz? Also ich persönlich würde sagen, das sind zwei Säulen. Auf der einen Seite ist es die sogenannte Palliativmedizin. Das heißt, das ist keine Medizin, die in dem Sinne heilen will. Ja. Also meinetwegen die noch im Krankenhaus, die versuchen also nicht mehr den Krebs jetzt zu bekämpfen, sondern die versuchen halt die Schmerzen zu bekämpfen. Ja. Also und das gelingt, und das habe ich eben jetzt auch, weil ich im Nachhinein noch ehrenamtlich auch tätig bin, habe ich halt gemerkt, das gelang nicht nur bei meiner Mutter, sondern das gelingt halt sehr, 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 sehr häufig. Also in 99% der Fälle gelingt es, dass die Menschen, egal was sie für schwere Krebs Erkrankungen haben, also, schmerzfrei leben dürfen. Ja, also dass sie mit Medikamenten so gut versorgt werden, dass sie nicht leiden müssen. Dass sie überhaupt nicht leiden müssen. Also und das ist eigentlich unvorstellbar, weil zum Beispiel gerade so, also meine Mutter hatte unvorstellbare Schmerzen im Krankenhaus und da sind ja immerhin auch Ärzte, die es eigentlich, oder man könnte denken, die müssten es eigentlich wissen. Aber halt Palliativmedizin ist halt eine extra Sparte innerhalb der Medizin, die nicht sehr viele Ärzte beherrschen. Als du deiner Mutter das vor, hast du das deiner Mutter vorgeschlagen, in das Hospiz zu gehen? Ja. Also mehr aus einer Hilflosigkeit heraus. Das war halt im Krankenhaus wirklich unhaltbar. Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch einen Halbbruder. Ja.
Wie hat deine Mutter das aufgenommen? Du hast ja sicher erklärt, was das ist. Und das ist ja dann schon in der Regel oder immer für die Menschen die letzte Station. Ist sie mit Angst dorthin gegangen und musstest du sie erst überzeugen? Also sie ist natürlich nicht gerne hingegangen. Sie war auch richtig niedergeschlagen und wollte auch am Anfang am liebsten, ich sag mal jetzt, die tödliche Pille haben. Die ersten Tage oder die erste Woche, da hat sie sich gewünscht, dass man ihr einfach eine Pille gibt und dass sie weg ist. Und hast du da einen Vogel im Zimmer? Nee. Weil es quiekte gerade so sehr. Oh, Entschuldigung. sie war sehr, sehr niedergeschlagen, weil das war ja sozusagen was sehr Endgültiges. Also der Entschluss, in den Hospiz zu gehen, ist ja nicht... Hat sie sich denn dann, als sie da war, hat sie sich doch noch eingelebt oder hat sie ja, sich sogar... Ja, das ist eben dieses Wunder, was da eben passiert oder was auch häufig eben, was ich jetzt miterlebt habe, passiert, dass die Leute halt wirklich zerschlagen dort ankommen, auch durch X-Kliniken gerannt sind, X-Therapien, also völlig austherapiert sind, völlig ausgebrannt sind, hoffnungslos sind. Und dann greift halt als allererstes diese palliativmedizinische Versorgung und eben ein wirklich unfassbares, also im positiven Sinne, soziales Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Also das muss man sich dann ja auch wirklich mal ganz klar machen. Das sind schwerst kranke Menschen, unheilbar kranke Menschen, die wirklich eine Odyssee hinter sich haben, eventuell durch die verschiedensten Krankenhäuser. Ja, genau. Und wenn du es, wie du es auch gerade beschrieben hast, denen man durch Schmerz, wo man auch keine ordentliche Schmerztherapie hat machen können in Krankenhäusern. Und dann kommen die Zuwendung natürlich auch im Krankenhaus nicht so sein kann, weil das Personal einfach knapp ist und die keine Zeit haben. Ja. So, dann kommen die Leute in den Hospiz und werden dort wirklich ganz persönlich und intensiv und individuell betreut. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich würde fast sagen, schon familiär. Familiär. Hat man in dem Hospiz, von dem du erzählst, haben die Kranken und die Sterbenden ihr eigenes Zimmer? Ja, also und das ist zum Beispiel auch schön. Am Anfang habe ich das nur für ein Wort gehalten. Die sprechen auch nicht von Patienten, sondern von Gästen. Und also jeder Patient hat sein Zimmer, kann das auch selber gestalten. Du darfst dir deine privaten Bilder aufhängen, du darfst Zeug hinstellen. Also im Krankenhaus darfst du zum Teil noch nicht mal Blumen hinstellen. Ja, ja. Kann man als Angehöriger auch in dem Zimmer mit schlafen? Ja, also wenn der Gast das wünscht und wenn die Angehörigen das wünschen, ist das kein Problem. Beziehungsweise die haben ein Gästezimmer. Da hat zum Beispiel die Schwester meiner Mutter mehrfach übernachtet. Warst du bei dem Tod deiner Mutter dann dabei, als sie gestorben ist? Ja, also bis auf meinen Bruder, die ganze Familie, also mein Vater, meine Frau und ich. Würdest du sagen, dass ihre letzte Stunde, ihre letzten Stunden, waren die für deine Mutter qualvoll oder waren sie entspannt? Sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Einfach, wie soll ich das sagen? Also natürlich hat uns das nicht gefallen, aber und sie hätte auch am liebsten noch weitergelebt, auf jeden Fall. Wie alt ist sie geworden? 65. 65. Aber das war einfach, ich habe mit ihr ganz, ganz oft trainiert in der Zeit, wo es ihr noch gut ging im Hospiz. Dir immer gesagt, Mensch, wenn du Schmerzen hast, dann klingel sozusagen und lass dir was extra geben. Also bis zu 6 Spritzen darf man zusätzlich zu der normalen Medikation bekommen. Das heißt, du meinst oder du bist sicher, dass deine Mutter schmerzfrei gestorben ist? Absolut sicher. Also weil ich habe sie gefragt, da konnte sie schon nicht mehr sprechen. Ich habe sie gefragt, Mama, hast du Schmerzen? Und da konnte sie ja nicht antworten. Dann habe ich gesagt, wenn du Schmerzen hast, dann drück meine Hand. Und dann hat sie was geleilt und meine Hand gedrückt. Also das Sprechen konnte man nicht mehr verstehen, aber das Drücken der Hand war absolut eindeutig. Ja. Und dann kam so eine Schwester oder eben eine Mitarbeiterin und hat halt nochmal eine Extradosis. Das heißt, deine Mutter war schon bei Bewusstsein in ihrer letzten Stunde, obgleich sie nicht mehr sprechen konnte. Ja, das ist häufig so. Ist sie dann so sanft hinübergeglitten? Ist sie eingeschlafen, kann man das so sagen? Ja, genau das trifft es eigentlich. Das Atmen wurde immer langsamer, hat mal dann ausgesetzt. Also
Und du und bist wieder eingesetzt und das ist auch eine ganz besondere Atmung. Ja. Also und du bist ganz sicher, dass sie so hätte nicht friedlich sterben können im Krankenhaus? Ja, bin ich mir 100% sicher. Mhm. Weil ich selber als Gesunder hat das Krankenhaus in dem Sinne krank gemacht. Ich bin manches Mal, wenn ich aus dem Haus rausgegangen bin, also aus dem Krankenhaus, habe ich geheult. Mhm. Das habe ich nie im Hospiz gehabt. Mhm. Ich finde sehr wichtig und sehr gut, dass du angerufen hast. Weil ich finde, man kann gar nicht genügend Werbung für diese Hospiz-Idee machen. Es müssen noch viel, viel, viel mehr Hospize entstehen, weil die Menschen dort wirklich menschenwürdig sterben. Und darf ich noch eine wichtige Sache sagen, damit man besser versteht, warum es so wichtig ist, zum Beispiel sich auch zu engagieren, also auch finanziell zu engagieren. Mhm. 22,50 pro Tag, pro Patient, müssen durch Spenden sozusagen gedeckt werden. Ja. Also die machen pro Patient, pro Tag 22,50 Euro Verlust. Ja, ja. Die durch Spenden wieder reingeholt werden müssen. Mhm. Wenn sie das nicht schaffen, das sozusagen für jeden Gast reinzuholen, dann müssen sie zumachen. Mhm. Also, an dieser Stelle wirklich nochmal ein Aufruf, wer sich da angesprochen fühlt, solche Häuser, die gibt's ja Gott sei Dank mittlerweile in allen Gegenden in Deutschland, zu unterstützen, hinzugehen, zu gucken oder sich zu informieren, ob das auch wirklich ein gutes Haus ist und einfach da Hilfe zu leisten. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Jan. Und wünsche dir auch jetzt in dieser schweren Zeit, die Mutter ist ja noch nicht lange verstorben, von Herzen alles Gute, alles Liebe. Danke, Domian, dir auch. Dankeschön, Jan. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle, ihr Lieben, möchte ich einen Hinweis machen für übermorgen. Übermorgen ist Promi-Tag bei uns und ich habe einen Weltmeister zu Gast, einen mehrfachen Weltmeister, einen Box-Weltmeister, nämlich Sven Ottke. Samstagabend, WDR-Fernsehen, 23.30 Uhr ist Sven Ottke mein Gast und wenn ihr gerne mit Sven Ottke sprechen wollt, meldet euch ganz einfach jetzt bei uns schon an unter domian@wdr.de. Mein Gast am Samstag, Sven Ottke. Und das ist dann auch die letzte Sendung, kommenden Samstag vor der Sommerpause. Dann gehen wir in die Sommerpause, also heute und morgen nochmal normale Talknacht und Samstag dann Promi-Talk mit Sven Ottke. So, jetzt geht's weiter mit unserem Thema Nah am Tod und ich frage meine Regie, mit wem es weitergeht, mit Walter. Und Walter ist 55 Jahre alt. Hallo Walter. Hallo. Ja, hallo Walter, guten Morgen. Jürgen? Ja. Ja, also ich bin keine 55, sondern 45. 45, bitte um Entschuldigung. Ja. Haben wir dich gleich 10 Jahre älter gemacht. Ja. Nicht böse gemeint. Nee. Ja. Ich traue mich schon gar nicht zu sagen, was los ist, aber ich habe vor 10 Tagen vom Professor Bescheid gekriegt, dass ich in 5 bis 6 Wochen sterben muss. Was, warum? Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs im letzten Stadium. Hm. Und du warst vorher gar nicht in Behandlung gewesen? Doch, ich bin im Krankenhaus seit Januar. Ich habe mich jetzt gestern Morgen entlassen lassen, weil ich den Wunsch geäußert habe, weil der Professor mir gesagt hat, dass ich sterben muss, dass ich zu Hause sterben will. Hm. Ja. Wie lange weißt du denn schon, dass du Bauchspeicheldrüsenkrebs hast? Ja, weiß ich schon seit 2 oder 3 Monaten, aber dass ich sterben muss, weiß ich erst seit 10 Tagen. Hat der Professor dir das so im Vier-Augen-Gespräch gesagt? Ja, der hat mich im Zimmer geholt. Ne? Mhm. Wie hast du das in dem Moment aufgenommen? Das ist ich habe nur an eins gesagt, wie sage ich es meinem Lebenspartner? Ne? Mhm. Wie hast du es ihm gesagt? Ich habe noch gar nichts gesagt. Du hast noch gar nichts gesagt. Nee, der hat heute Mittag angerufen, der ist zurzeit so ein paar Tage weg und ich habe ihm noch nicht gesagt, ich traue mich einfach nicht, weil ich habe die Angst, dass der Junge sich was antut. Mhm. Ja, weil wir sind jetzt über 25 Jahre zusammen und der ist... Wie alt ist er? Der ist 46. 46. Mhm. Wir haben uns bei der Bundeswehr kennengelernt. Mhm. Aber wenn ihr so lange zusammen seid, seid ihr ja nur wirklich ein altes, sehr eng vertrautes Paar. Dann glaube ich, ich sage das jetzt mal so wirklich ganz spontan, ohne euch zu kennen, bin ich hundertprozentig sicher, dass er sich jetzt nichts antun wird, sondern dass er dir beistehen wird. Ja, du musst ich weiß das.
der war ja auch sehr gern jeden Tag, immer 4-5 Stunden bei mir. Und ich weiß, dass ich mich auf den 100% verlassen kann oder was, ja. Weil er ist an sich ein sehr devoter Typ und der tut alles für mich. Aber ich habe Angst, der Junge tut sich was an, der kommt nicht so recht alleine. Ja. Aber der Arzt hat zu dir gesagt, der Professor hat zu dir gesagt, 5 bis 6 Wochen. Ja, ja. Das ist ja nur eine sehr kurze Zeit. Nee, ich weiß ja auch nicht. Lass mich mal sagen, ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man das dann ganz schnell auch seinem Lebenspartner sagt. Ja, das ist für ihn ja auch wichtig, nicht, dass er plötzlich vor vollendete Tatsachen steht, dass er sich mit dir noch beschäftigen kann und dass ihr eine Zeit zusammenleben könnt. Mhm. Wenn also ich habe Angst, dass der irgendwie mal weggeht und dann einfach nicht mehr wiederkommt, dass er sich was antut oder was. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ist zwar nicht labil, aber ich glaube, der verkraftet das nicht. Mhm. Aber Walter, jetzt lass uns doch erstmal an dich denken. Jetzt ist du hast so eine Hammerdiagnose bekommen. Ja. Ich habe mich ja auch damit jetzt mittlerweile abgefunden, aber ich habe noch heute Mittag mit einem Bekannten aus Hamburg gesprochen und der hat mir auch gesagt, ich muss dem Thomas das sagen, aber was soll ich? Ich weiß nicht. Wann siehst du den Thomas denn? Der kommt übermorgen wieder. Ja, und da musst du dem Thomas das sagen, Walter. Du musst es ihm sagen. Gibt es denn im Bekanntenkreis, im Freundeskreis jemanden, den ihr beide sehr schätzt? Sind Leute, die weiter weg wohnen. Also wir gehen so rundgerechnet schon fast 12 Jahre nicht mehr in die Kölner Zähne. Weil das ist uns nicht gut genug. Also die sind also hochnäsig und so. Das hat sich ja alles, weil jetzt kaum noch Kölner da sind, verändert. Gibt es denn einen ganz nahen Menschen noch sonst um euch herum, einen Freund? Ja, es gibt eine Frau, und zwar eine Frau bei uns in der Kneipe, eine Hetero-Kneipe. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich will darauf hinaus, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wer deinem Freund Thomas so ein bisschen dann, wenn es ganz ernst wird, auch zur Seite stehen kann. Dass wir da noch jemanden mit hinzunehmen. Wäre das so? Wäre das möglich, dass die Frau sich ein bisschen um ihn kümmert? Ja, das glaube ich doch, dass die das macht. Ja, also ich habe sowieso in den letzten 15, 20 Jahren der Eindruck, dass die sich mehr um den gekümmert hat, also um mich. Ne? Mhm. Ich weiß nicht warum, aber... Weiß die Frau auch schon Bescheid? Nee. Nein, die weiß das nicht. Die weiß nichts. Ne? Also, ich finde jetzt erstmal ganz wichtig, dass du mit deinem Freund Thomas sprichst. Ja. Und dann sollte man, wenn die Frau wirklich zum Freundeskreis gehört, sollte man schon mit einweihen. Damit da noch jemand ist, damit er auch sprechen kann, damit er nicht ganz alleine. Hat er denn sonst noch Freunde, weil so nähere Menschen, außer dieser Frau? Ja, so, dass ich in den ersten 6, 7, 8 Jahren habe ich ihm so Rede verboten, jemand anderen kennenzulernen und so. Ne? Das heißt, sind nicht so viele Leute um ihn rum. Ja, aber ich meine, der hat auch einen kleineren Bekanntenkreis, aber alles nicht in Köln. Ne? Mhm. Gut. Also, ich finde wichtig, dass du mit ihm sprichst. Und es ehrt dich, dass du dir Sorgen machst um ihn. Aber ich glaube, die Menschen funktionieren doch noch anders. Ich glaube, dass er sich erstmal sehr um dich kümmern wird jetzt. Und damit ihr beiden noch eine schöne gemeinsame Zeit haben werdet. Mhm. Und was danach dann kommt, da kann man ja insofern ein bisschen vorsorgen, dass da ein Mensch ist, der sich mit ihm beschäftigt. Mhm. Man kann ja auch gemeinsam jetzt schon darüber nachdenken, dass er sich vielleicht danach, wenn es für ihn zu schlimm ist, dass er sich dann auch professionelle Hilfe sucht. Dass er zu einem Psychologen geht. Das hat mir der Professor im Krankenhaus auch gesagt. Ja. Er jemand besorgen soll für den Thomas, dass der professionelle Hilfe bekommen, sowas. Weißt du, was wir machen? Wenn unser Gespräch jetzt hier gleich beendet ist auf dem Sender, dann wird dich meine Psychologin nochmal anrufen. Mhm. Und die kann dir auch noch eine Adresse geben, einen Ansprechpartner für den Thomas, falls für ihn alles ganz, ganz dramatisch wird und ganz schlimm wird. Das ist ja ich habe nicht die Angst, dass ich jetzt die Augen zumache und nicht mehr wach werde.
Ich habe die Angst um diesen Menschen, ja, umso der, der mir so lange treu war. Und, ja, deshalb finde ich auch gut, dass du angerufen hast. Und das heißt, wir können ja, wir können nicht viel machen, aber ein bisschen helfen können wir und wir können dir zumindest einen Ansprechpartner geben. Und das kannst du ihm dann weiterreichen. Das heißt, du organisierst quasi jetzt ein bisschen, dass er, dass, dass es für ihn nicht so schlimm wird. Lass mich aber trotzdem noch eine Frage an dich stellen. Du bist, bist ja noch nicht alt, du bist 45 Jahre alt. Und wenn man dann so sowas ins Gesicht gesagt bekommt, ich glaube, wir alle können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Das ist ja, ja das war für mich sowas wie ein Weltzusammenbruch. Das glaube ich. Ich meine, ich habe... du hast sicher die Hoffnung, dass es doch irgendwie nochmal bergauf geht und... Nee, da glaube ich nicht. Das hattest du nicht mehr. Das war so... ich habe ja den Professor gefragt, ob da wirklich nichts mehr zu machen sollte, mit mehreren Kollegen hätte korrespondieren, alles erklärt und da wäre nichts mehr zu machen. Hast du jetzt Angst vor den letzten Tagen und Stunden? Angst für sich nicht, ich habe nur Angst um den Jungen. Ich mag schon, du sagst immer so liebevoll Jungen, obwohl er ja älter ist als du. Ja. Aber ich glaube, da haben wir jetzt, haben wir gerade schon so einen kleinen Plan entwickelt, was man machen kann. Du legst jetzt mal auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Und dann versorgt sie dich noch mit einigen Telefonnummern und die gibst du dem Thomas. Und dann kann er dann entscheiden, ob er die Hilfe in Anspruch nimmt. Ja, okay. Sollen wir das so machen, Walter? Ja. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und alles Liebe. Ja. Auf Wiederhören, Walter. Sure. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unsere Mailadresse lautet domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht heißt Nah am Tod. Ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die nah am Tod sind, die nah am Tod waren, die nahe Toderlebnisse hatten oder die mit Sterbenden oder mit Toten arbeiten. Also von der Krankenschwester oder dem Hospizbetreuer bis hin zum Pathologen oder Bestatter. Weiter geht es mit Brigitte und Brigitte ist 48 Jahre alt. Hallo Brigitte. Hallo Domian, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet, nah am Tod. Warum? Einmal, weil ich bis vor 7 Jahren selber im Altenheim als Nachtwache tätig gewesen bin. Ja. Und damit konfrontiert wurde. Und zum Zweiten, vor 7 Jahren eben ist meine Krankheit angefangen, wo man mir selber nur noch ein halbes Jahr gegeben hat. Vor 7 Jahren hat man dir ein halbes Jahr nur gegeben? Ja. Und jetzt telefonieren wir noch miteinander. Ja. Wie toll. Was hast du für eine Krankheit? Elephantiasis. Was ist das? Das ist eine Wasserkrankheit. Wo man so ganz große Füße und Beine von kriegt? Ja, wie die Elefanten. Daher der Name? Ja. Mhm. Und das Wasser ist eben immer gestiegen und gestiegen, weil die Lymphgefäße das ja nicht mehr raustransportieren. Ja. Und daran kann man sterben? Ja, wenn das Wasser die Lunge abdrückt. Das heißt, man erstickt dann? Ja. Wie hast du die Krankheit jetzt so lange in den Griff gekriegt? Ich war alle 2 Jahre nach Bad Säckingen in die Klinik und habe hier auch vor Ort Lymphmassage, bekomme Wassertabletten und halt die Zähne zusammenbeißen. Man muss eben die Frotzeleien der Leute erdulden, die sagen, guck mal die fette Kuh, die da hergeht oder so. Ja, ich wollte sagen, wenn ich dich jetzt sehen könnte, ich kann dich leider nicht sehen. Ja, wie beschreib dich mal, wie siehst du aus im Moment? Also ich habe von 280 Kilo, bin ich jetzt auf 140 Kilo runter. Von 280? Ja. Boah, auf 140? Ja, muss also mein Leben lang Kompressionsstrümpfe tragen, mein Leben lang Lymphmassagen bekommen. Ja, das heißt, die Wasseranlagerungen sind auch im Oberkörper? Überall. Überall? Im Gesicht, an der Hände, an der Arme. Ja. Wie kann man verhindern, dass das Wasser in die Lungen fließt, wenn das Wasser schon hier oben ist und oder sogar im Gesicht ist? Ja, man bekommt ja Lymphmassage. Ach, durch die Lymphmassage. Daher kommt das. Also, wenn ich meine das jetzt nicht böse, man würde so denken, wenn man dich sieht, sie sieht sehr aufgeschwemmt aus. Wäre das aber die Leute denken meistens immer, die ist vom Essen so dick oder so, ne? Dabei wissen die gar nicht, wie viele Leute damit rumlaufen und denen das dann wehtut, wenn die so beschimpft werden. Dann sagt man, iss mal weniger Fritten und Eis. Richtig. Und im Grunde genommen hast du eine tödliche Krankheit. Richtig. Aber was war denn das damals, dass dir jemand ein halbes Jahr nur noch gegeben hat? Das war mein Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ich war ja damals schon ziemlich blau im Gesicht und überall. Und ich war so aufgedunsen, dass man jeden Moment denken konnte, ich würde platzen. Das war die Zeit mit 280 Kilo? Ja, und da hat er mir gesagt, also er gibt mir ungefähr noch bis Weihnachten, dann würde er mir eh nicht, also... Das hat Hals-Nasen-Ohren. Das ist ja auch eine Hammer-Aussage, ne?
Wie hast du denn damals dich gefühlt, als er das gesagt hat? Ja, erstmal war ich ziemlich down, hat mich auch erstmal hängen gelassen, weil ja auch damals die Ärzte mir nicht so geglaubt haben, dass ich diese Wasserkrankheit habe. Die haben immer gesagt, fressen Sie sie ja, nehmen Sie auch ab. Mhm. Und dann habe ich halt allen die Zähne gezeigt. Ich bin daraufhin nach dem Schwarzwald in diese Lymphklinik gekommen, habe dort gleich 40 Kilo an Wasser verloren und dann immer weiter. Also ist das unverantwortlich, letztendlich, was dieser Hals-, Nasen- und Ohrenarzt dir damals gesagt hat? Ja, aber es war richtig, mir das zu sagen. Ach so, weil das ein Schock ausgelöst. Obwohl er gar keine richtige Diagnose hatte. Nein. Hat er das gesagt. Aber wiederum hat es einen guten Effekt, weil du so aufgerüttelt warst und hast gesagt, jetzt muss ich was tun. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 280 Kilo für eine Frau. Wie groß bist du? Oh ja, ich bin 1,76 Meter. Wahnsinn, ist das ja Wahnsinn. Ich habe leider Größe 64 gehabt. Jetzt habe ich 54. Ja. Konntest du dich überhaupt noch normal bewegen damals? Nein, es ist so gewesen, wenn ich mal, dann fällt man ja auch schon mal um, weil man kann sich ja nicht mehr auf die Beine halten. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, die Waden, die hangen schon über die Füße drüber, so war das, die Haut ausgedehnt. Platzt die Haut nicht irgendwann dann auch mal? Auch, ja, ich habe eine Wundrose davon abbekommen. Wahnsinn. Und man kann ja auch Ulkus und alles kriegen davon. Was kann man kriegen? Ja, und so eine offene Beine. So offene Beine. Ulkus nennt man. Ulkus, ja genau, ja. Aber das kam ja nicht von heute auf morgen. Das hat sich ja so allmählich zusammengebraut und aufgebaut. Richtig, ne? Das kam immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und da habe ich immer gesagt, helft mir, ich esse wirklich nicht viel. Mhm. Die haben mir aber nie geglaubt. Die haben immer gesagt, ja, da müssen wir halt weniger essen. Fressen, haben sie sogar manchmal gesagt. Ja, da war dir auch nicht mit geholfen, in Anbetracht dessen, dass du eine Krankheit für Krankheit hattest. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du vor 7 Jahren auch in einem Altenheim gearbeitet hast. Ja, richtig. Konntest du denn mit diesem Umfang überhaupt noch arbeiten? Doch, ich habe noch jahrelang Nachtdienst gemacht, auf mehreren Stationen. Das muss ja irre anstrengend für dich gewesen sein. Ich liebe aber die Leute. Also ich liebe alte Leute und Kinder. Ja. Und es war immer mein Traumwunsch, Altenpflege zu machen. Bist du heute wieder in dem Beruf? Nein, darf ich leider nicht. Das darfst du nicht. Weil ich noch diverse andere Erkrankungen dazu halt bekommen habe. Welche denn zum Beispiel? Diabetes. Ja. Dann habe ich Vorstufenkrebs, ich habe Rheuma. Achso, also eine sehr rundherum erkrankte Frau. Ja, und vom Diabetes sind halt schon die Beine angefressen, sodass ich, die Knochen vielmehr, sodass ich schon Spezialschuhe jetzt kriege. Falls ich nämlich umknicke, könnte ich mir einen Fuß brechen. Achso. Was hast du gesagt? Du hast Vorstufenkrebs? Ja, Leukoplakie an den Stimmbändern. Deswegen ist auch meine Stimme ein bisschen rauer, wie eigentlich sein sollte. Kann man das bekämpfen oder musst du Angst haben, dass dieser Krebs weiter sich entwickelt? Ja, der wird sich irgendwann weiterentwickeln. Bis jetzt ist nur die Stimmbänder geschält worden und irgendwann kann er bösartig werden. Also hast du schlimme 7 Jahre hinter dir? Ja, aber kommt man durch. Man muss sich halt nicht hängen lassen. Du bist eine optimistische Frau. Ja, ich habe zwischendurch zwar noch immer so im Haushalt, weil ich liebe ja auch Kinder und so. Ich habe also immer so Aufgaben mit Kindern oder alten Leuten gesucht. Ja. Hast du selbst auch Kinder und eine Familie? Ja, eine Tochter. Ich lebe alleine. Du lebst alleine, die Tochter ist schon älter. 30. 30 ist die schon, ne? Wie alt warst du? 48, habe ich gesagt. Ich bin 48. Als du damals im Altenheim gearbeitet hast, bist du ja auch oft konfrontiert worden eben mit sehr viel Leid und eben auch mit dem Tod. Ja, sehr oft sogar. Wie hast du das damals erlebt und verkraftet? Menschen, die dir vielleicht auch ans Herz gewachsen waren, alte Leute, wenn die dann gestorben sind? Ich habe also die meiste Zeit den Sterbenden in den Tod hinüber begleitet. Ich habe so lange, wie es mir möglich war, am Bett gesessen. Und mit Hand gehalten und so und immer noch gut drauf eingesprochen und gestreichelt, bis sie dann eben eingeschlafen sind. Das heißt, du hast viele Menschen in den Tod begleitet. Ja, und wir mussten sie dann ja auch noch seinerzeit immer waschen und anziehen. Was ist deine Haupterfahrung aus dieser Zeit? Wie sind Menschen, wenn sie sterben? Manche sind ruhig und manche sind nicht so ruhig. Haben halt Angst vor das, was auf ihnen zukommt. Was glaubst du, woran das liegt, dass manche ruhig sind und dass manche Angst haben? Hat das mit dem Leben was zu tun, das man vorher gelebt hat? Ja, auch. Und dann denke ich auch mal mit dem Glauben ein bisschen. Viele, die gläubiger sind, die gehen ruhiger rüber als die welche, die nicht so gläubig sind. Hast du es mal erlebt, dass Menschen so quasi auf dem Sterbebett, dass ihnen nochmal klar geworden ist, wie sehr sie vielleicht in ihrem Leben ihr Gewissen belastet haben und damit nicht klarkommen? Viele erzählen ja auch von sich aus, die noch in der Lage sind, aber viele sind nicht mehr in der Lage. Wir hatten eine mit Hepatitis,
Die hatte schon Morphium gespritzt bekommen und so. Und die ist also ziemlich ruhig so gewesen. Wobei sich wieder andere Kollegen geweigert hatten, an diesem Bett eben Wache zu halten, weil sie Angst hatten, sich auch anzustecken. Ach so. Das heißt, du hast viel Gutes getan. Du hast vielen Menschen... Ich hoffe es. Ja, das hört sich so an. Du hast vielen Menschen, die vielleicht keine Angehörigen mehr hatten, die alleine gelassen worden sind, denen hast du Beistand geleistet in der schwersten Stunde. Ich würde heute noch wieder dort arbeiten gehen, weil mir hat das unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Freude bereitet, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Kannst du das erklären? Was, ich meine, Spaß kann man vielleicht gar nicht richtig sagen. Was das für dich an Wertvollem rübergebracht hat, jemanden in den Tod zu begleiten. Kannst du das erklären? Ja, die Dankbarkeit der Menschen, dass die dankbar sind, dass jemand dort ist, ihnen die Hand hält und dabei sitzen bleibt und sich nicht noch vor, wenn sie Krankheiten haben, davor ekelt. Wenn man so viel mit dem Tod konfrontiert worden ist und den Tod quasi in der Hand schon gehalten hat, das hast du ja nun sehr oft, wenn du den alten Menschen die Hand gehalten hast, hast du selbst Angst vor dem Tod? Ja, habe ich. Warum? Oh, ich kann mir nicht ein Leben danach weiter vorstellen irgendwie. Das ist zu ungreifbar. Das heißt, du hast Angst vor der Tatsache, Stecker raus und es ist alles vorbei. Richtig. Ist die Angst größer vor diesem endgültigen Ende oder die Angst vor einem Leidensprozess? Nein, Leidensprozess nicht. Erstaunlich, wo du schon so viel hast aushalten müssen und du so schwer erkrankt bist, dass du das so sagst, dass das Leiden dich nicht schreckt. Nee, weil ich ja auch viel an Medikamente und so nehmen muss und ich bin ja auch lungenkrank, ich habe Sauerstoffgeräte. Und ich denke mal, Leiden ist zu ertragen. Und du meinst, dass man Leiden auch heute eben durch die Medizin und Medikamente, dass man das etwas dämpfen kann? Ja, richtig. Ich habe also einen Kondensator für zu Hause und Sauerstoffflaschen für draußen. So, du hast sehr viel Leuten Beistand geleistet, habe ich gerade gehört von dir. Du hast sehr viel selbst schon durchgemacht mit deiner schweren Erkrankung. Bist jetzt auch sehr angeschlagen noch. Ziemlich, obgleich du schon 140 Kilo runter bist gegenüber früher. Was ist dein Wunsch, deine Sehnsucht noch? Mein Wunsch wäre einmal so ein Wochenende hier Urlaub zu machen. Wo würdest du gerne hinfahren? Das wäre eigentlich egal. Ja. Wo wohnst du, mitten in Deutschland? Ja, hier in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen. Ja. Kreisloos, Paderborn. Ja, und dein Wunsch wäre, ein Wochenende mal irgendwo hinzufahren, wo es schön ist. Ans Meer zum Beispiel, an die Nordsee oder sowas. Das wäre mir egal. Einmal mal so gar nicht über alles nachdenken müssen. Und das geht nicht, weil du nicht genügend Geld hast dafür. Richtig. Brigitte. Hier. In den Tränen, deswegen kann ich jetzt nur nicht. Ja. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was du sagst, muss ich dir wirklich sagen. Ich finde dich so tapfer. Dankeschön. Und ich finde es so toll, was du gemacht hast schon. Aber ich finde eure Sendung auch super, dass man dort auch mal so sprechen kann, wie ein ums Herz ist. Ja. Ich habe leider nicht wie der Kollege Fliege eine Stiftung, sonst würde ich sofort sagen, komm, Wochenende, das arrangieren wir jetzt. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch lange in dieser Welt bist. Und wünsche dir, dass du nicht leiden musst. Ach, ich habe genug Medikamente und so. Finde, dass du eine tolle Frau bist. Dankeschön, aber du bist auch super. Alles Liebe, alles Gute von Herzen, Brigitte. Dankeschön, auch so. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Unser Thema heute heißt Nah am Tod und mein prominenter Gast am Samstag ist der Boxweltmeister, mehrfacher Weltmeister Sven Ottke. Und wenn ihr gerne mit Sven Ottke sprechen wollt, dann meldet euch doch am besten ab heute schon per Mail an unter domian@wdr.de. Die Sendung ist diese Woche Samstag um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen und das ist dann auch unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Jetzt bin ich verbunden mit Matthias. Matthias ist 25 Jahre alt. Hallo Matthias. Hallo. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Das Thema Tod ist heute unser Thema. Nah am Tod. Du hast angerufen. Warum? Ich war mal tot gewesen. Du warst mal tot gewesen? Ja. Was ist da passiert? Ich hatte eine Gehirnblutung gehabt. Wie alt warst du da? Da war ich 16 geworden. Am 16. Geburtstag ist es passiert. Am 16. Geburtstag?
So mir nichts, dir nichts, von einer Sekunde auf die andere? Ja, es gab ein paar Vorsymptome, ein bisschen Augenstechen, ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Ich war jetzt in meiner 10. Klasse gewesen, meine Eltern haben gemeint, ich würde ein bisschen pubertätsmäßig ein bisschen rumspinnen. Ja. Mit 15 Jahren damals noch, dann wurde ich halt 16. Und dann ist es halt dann passiert am 16. Geburtstag. Und dann, ja, an diesem Geburtstag, wie war das dann? War dir dann plötzlich schlecht und ein bisschen Ohnmacht gefallen? Also ich war gerade mit meinen Eltern, es war am Mittwoch gewesen, im Lokal gewesen, wir hatten ganz familiär noch gefeiert, ich wollte am Wochenende drauf dann auch nachfeiern, weil es dann am 16. war, konnte manchmal nicht Alkohol trinken und so weiter. Und dann hatten wir gegessen und auf einmal habe ich angefangen zu schreien, habe gegen meinen Kopf geschlagen, bin dann rausgegangen in den Hof und bin dann, weil es Winter war, bin dann im Schnee bewusstlos geworden. Also im Schnee zusammengefallen. Und da enden deine Erinnerungen dann auch? Da enden meine Erinnerungen. Bist du in ein Koma gefallen? Ja. Wie lange warst du im Koma? Das Ende war eigentlich offen gewesen, weil eigentlich war es 4 Wochen gewesen, knapp, also 22, 23 Tage. Aber es hat noch eine andere Geschichte hinter sich. Eigentlich wollten schon die Ärzte mich aufgeben, damals. Also so schlimm war es? Ja. Du sagst, ich war quasi tot, klinisch tot, kann man das so sagen? Ja, ich war klinisch tot. Ja. Hast du eine Erinnerung daran? Vorhin hatten wir einen Fall, da hat der Anrufer gesagt, nein, ich erinnere mich an gar nichts. Erinnerst du dich an irgendwas? Also nachdem ich aus dem Koma wach wurde, hatte ich erst gar keine Erinnerung dran gehabt. Es hatte sich nach und nach regeneriert, diese Erinnerung, weil ich hatte, wie ich wach wurde, Erinnerungen gehabt von einem Wissensstand von einem 7-Jährigen. Ah. Und alles, was davor passiert ist, danach passiert ist, zwischen dem 7. Lebensjahr und meinem 16. Geburtstag, war für mich wie weg. Ach. Das musste nach und nach wieder zurückkommen aufgrund dieser Gehirnblutung, weil ja. Wie lange hat das gedauert, bis du die 7 Jahre, die 8 Jahre wieder aufgeholt hast in der Erinnerung? 7 Monate, 8 Monate. So lange. Du bist also quasi... Du bist quasi ganz völlig hilflos aufgewacht auf dem Stand eines 7-Jährigen und wusstest gar nicht, was los ist. Und, hast du denn deine Eltern erkannt? Ja, die hatte ich erkannt. Die hatte ich ja schon vorher schon gekannt mit 7 Jahren. Erziehung und so weiter. Die hatte ich ja vorher auch schon gekannt und das hatte ich alles dann sofort erkannt. Komischerweise Freunde, die ich erst mit 13, 14 kennengelernt habe, die hatte ich auch erkannt. Aber so... Wissensstand und Erinnerung und Erfahrung und so und Verhalten. Hast du auch alles vergessen gehabt, was du in der Schule gelernt hast in den Jahren? Ich hatte es anfangs vergessen, es kam aber dann alles wieder nach dem... Na Gott sei Dank, ne? Sonst hättest du alles... Es kam dann wieder zurück nach gewisser Zeit. Ja. Nur halt während der Operation hatten die mit mir Probleme gehabt mit meinem Kreislauf. Und dann mussten sie mich zweimal zurückholen, weil mein Herz ausfiel zweimal. Also ich war zweimal klinisch tot gewesen. Also die Ärzte, hast du gerade gesagt, die haben dich eigentlich, es gab einen Moment oder eine Phase der Erkrankung, wo die Ärzte dich aufgegeben hatten. Ja. Haben deine Eltern dann gesagt, nee, wir wollen, dass sie noch weiter an ihm irgendwas machen? Ja. Was? Also das war vielmehr so gewesen, ich war operiert gewesen am Tag danach. Und die mussten mir erstmal Löcher im Kopf bohren, damit das Wasser abfließen konnte wegen der Schwellung. Ja. Und am nächsten Tag wurde ich dann operiert dann in der Uniklinik und dann war ich erstmal im Koma gewesen. Dann mussten sie, weil es mein Einlieferungstag war, auch mein Geburtstag gewesen, haben sie mir ein Notbett hingestellt. Regulär wäre nämlich noch Kapazität für 2 oder 3 Betten gewesen, haben sie mir noch ein Notbett hingestellt, weil ich noch so jung war und so weiter wahrscheinlich. Und dann war das dann schon fast 23, 24 Tage vorbei gewesen. Ja. Und dann haben die langsam gesagt, die Ärzte, gibt nichts mehr. Das wird sich nicht mehr bessern. Ne? Der ist im Koma und ich war erst so 10 Tage im Schlafkoma und dann war ich im Wachkoma. Das hat sich nicht großartig gebessert. Durch was kam denn dann die Wende, dass es dann doch wieder bergauf ging? Wurdest du nochmal operiert oder hat der Körper sich... Nein, ich war nicht operiert. Meine Mutter hatte die wahnwitzige Idee gehabt, das Haustier mit in die Intensivstation zu stellen. Das Haustier? Ja. Ein lebendiges Tier? Ja. Was für ein Tier? Das war ein Hund gewesen. Und der durfte mit auf die Intensivstation? Die durfte mit auf die Intensivstation. Das war eine Sonderausnahme gewesen. Ach. Und der wurde mir dann auf die Brust gelegt. Ach. Und war ein großes Tier, ein kleiner Hund, oder? Das war ein Hund gewesen, ein kleiner Spitz war es gewesen. Spitz, ne? Ja, so eine Mischung aus Spitz und Windspieler. Also ist das eine schöne Geschichte. Und ja. Die haben dir denn diesen kleinen Hund auf deine Brust gelegt. Ja. Du lagst im Koma. Und aufgrund dieser Umwelteinbeeinflussung, wenn man so sagen will, hatte ich erstmal Reaktion gezeigt, dann hat sich es gewendet, das ganze Blatt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und diese Idee hatte deine Mutter? Wie bitte? Diese Idee hatte meine Mutter gehabt, aber sie hatte mir das nie erzählt. Wie hast du es rausgekriegt?
durch meine Freundin. Sie hat es mal in Erfahrung bekommen, durch einen Zufall. Wie toll, wie toll. Ja. Wie toll, aber Matthias. Das ist, ja gut, aber ich habe ja, während ich klinisch tot war, auch Kontakt gehabt mit toten Personen. Also es war schon sehr komisch gewesen. Ach so, es gibt dann doch ein Erlebnis. Also es gibt Erinnerungen an irgendwas. Es gibt Erinnerungen, aber die hat mich erst, es hat lang gedauert. Also ich kurz nach dem Koma hatte ich mich an die Sachen erinnert, was im Koma passiert ist. Du sagst, du hast Kontakt mit toten Personen gehabt, während der Koma-Zeit. Mit welchen toten Personen? Zum Beispiel dem Onkel, also dem Bruder meiner Mutter, der im Zweiten Weltkrieg verstorben war. Und wie sah dieser Kontakt aus, hast du mit dieser Person? Ich hatte mich mit dem unterhalten, ich hatte visuellen Kontakt gehabt mit ihm, weil ich war mit ihm auf einem Niveau gewesen, auf einem geistigen Niveau. Ich konnte mich mit ihm, ich war wie in einer Traumwelt und habe ihn da getroffen. Mhm. Hat der Onkel dir in dieser Traumwelt gesagt, Junge, du bist jetzt tot oder du bist am Sterben? Nein, das nicht unbedingt. Er hat mir nur seine Umstände erklärt, wieso er gestorben ist und so weiter. Mhm. Und zu dem Zeitraum, wo er gestorben ist, hat meine Mutter noch gar nicht gelebt. Also er war 7 Jahre älter, 8 Jahre älter. Wen hast du noch getroffen an Toten während dieser Koma-Zeit? Ich hatte eines Person getroffen, die nannte sich Mohammed, aber was er genau machte, woher ich kannte ihn nicht, ja, ich konnte ihn nicht koordinieren, ich konnte nicht zusammen sagen, was er stärker bewandert hatte. Das Einzige, woran ich mich halt erinnern konnte, war halt mein Onkel gewesen, der im Weltkrieg gestorben ist. Sind das diese Erinnerungen, wenn du dich da so zurückführst, sind das gute Erinnerungen oder graut's dir so ein bisschen, wenn du daran denkst? Nee, es graut mir nicht, nur die Erinnerungen, die sind halt, die kamen halt nur wieder zurück, aufgrund dessen, weil ich es meiner Mutter kurz nachdem ich wach wurde, alles erzählt hatte. Mhm. Und sie hat mir das wiedergegeben, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mehr abrufen können. Bist du dennoch im Nachhinein glücklich, dass du wieder wach geworden bist, oder waren diese... Ja, aber so die erste Konsequenz, wo mir gesagt worden ist, ich würde ein Leben lang linksseitig blind sein, das war eigentlich, weil die Gehirnblutung ist ja eigentlich auch eine Schädigung des Kopfes, dass ich linksseitig blind sein würde und würde gegebenenfalls auch im Rollstuhl sitzen bleiben. Mhm. Das war natürlich für mich erstmal als 15-jähriger oder 16-jähriger Junge so ein Motto, jetzt ist das Leben zu Ende für mich. Ist das so gekommen dann auch? Sitzt du im Rollstuhl? Nein, ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich musste am Anfang wieder laufen lernen. Ja. Und du kannst auch sehen auf beiden Augen? Ja, das Sehen ist leider beeinschränkt. Ich bin linksseitig blind aufgrund der... Aber du kannst dich, kann man sagen, dass du einigermaßen noch gut aus der Sache rausgekommen bist, kann man das sagen? Ich bin mit dem blauen Auge noch weggekommen, kann man sagen. Mhm. Weil es gibt so viele andere Leute, die haben nicht sofort jemanden da gehabt und man ist nicht sofort, man hat nicht kalte Umgebung gehabt, damit das Blut langsamer zirkuliert zum Beispiel, wie ich zum Beispiel im Schnee bewusstlos wurde und so weiter. Das ist alles für dich Umstände gewesen. Glaubst du, Matthias, dass du, als du dann wieder so mehr zu dir kamst, nach den Monaten, wie du es gerade beschrieben hast, dass du viel ernster warst mit deinen dann 17 Jahren als die anderen 17-Jährigen? Viel reifer warst? Kann ich nicht so direkt sagen. Ich habe da keinen Unterschied dafür, privaten. Mhm. Ja, es kann durchaus möglich sein, dass ich reifer war. Durchaus. Jetzt dadurch, dadurch ich halt eh sehr eine ruhige Person war, habe ich eh schon sehr reifer gewirkt, meistens. Ja, jetzt so im Nachhinein betrachtet, es sind viele Jahre vergangen. Was meinst du, wie sehr dieser gravierende Einschnitt in deinem Leben dein Leben verändert hat? Kannst du das sagen? Es hat komplett verändert, weil ich hatte damals die 10. Klasse besucht, kein Jahr hatte ich pausiert oder so. Und ich war dadurch halt schulisch erstmal zurückgeworfen worden. Ich musste, als ich in der Frühjahre rauskam, haben sie mir nicht meinen Hauptschulabschluss anerkannt. Ach so. So waren die eingestellt gewesen, die Ärzte. Was machst du heute vom Beruf? Ich bin jetzt Ausgebildeter Industriekaufmann und besuche ein Projekt von Hartz II, sagen wir es mal so. Achso, also Ausbilder, du bist ausgebildet als Industriekaufmann? Ja. Ja, also genau. Da ist eine ganz gute Entwicklung da. Ja. Du erzählst dennoch alles mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ja. Bist du glücklich, dass du wieder ins Leben zurückgeholt worden bist? Auf jeden Fall. Das schon. Auf jeden Fall. Ja. Und dann mit dem Hund. Der Hund war dann sicher ein ganz guter Freund danach. Das war ein Schlüsselerlebnis gewesen. Ja, Wahnsinn. Ja. Also kann man ja wieder mal sehen, dass wie viel auch ein Koma-Patient unter Umständen noch mitbekommt, was die Wissenschaft einfach nicht nachweisen kann. Ne? Offensichtlich hattest du ja ein sehr enges Verhältnis zu diesem Hund. Ja. Vorher, ne? Ja, weil er kam ursprünglich aus Italien und er war
eingeschüchtert und die Italiener sind halt sehr aggressiv zu englischen hausierenden Hunden und so weiter. Mhm. Und er hat bei uns halt ein Heim gefunden und er hat sich sehr bei uns sehr gereift und sehr entwickelt. Und das war dein guter Freund, der Hund? Die Hündin war ein sehr guter Freund, ja, die Bianca. Ja. Matthias, schön, dass es so ausgegangen ist. Ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit der Ausbildung. Mhm. Und, also die Ausbildung ist ja schon fertig, ich mache jetzt. Achso, die ist schon fertig. Ich verstehe. Hatte ich gerade nicht so ganz klar mitgekriegt. Ja, dann einfach viel Erfolg und alles Gute weiterhin. Okay, danke. Matthias, tschüss. Entschuldigung, kriege ich noch ein Autogramm von dir? Ja, dann musst du bitte auflegen und wir rufen dich wegen der Anschrift nochmal an. Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, zum Thema Nah am Tod. Hier ist Martina. Martina ist 42 Jahre alt. Hallo Martina. Ja, hallo Domian. Hallo Martina. Ja, ich habe eine 14-jährige Tochter heute. Die ist 1991 mit einem offenen Bauch auf die Welt gekommen. Und man hat ihr damals eine 10%ige Überlebenschance gegeben. Lass mich gleich fragen, was heißt das? Das Kind kommt auf die Welt und der hat gesamte offene Bauch von der Hüfte bis zum Bauchnabel. Was heißt offen? Die Därme liegen frei? Ja, alles. Alles war draußen. Kann man denn da überhaupt ein paar Tage leben? Die Chirurgie war damals schon so weit, dass sie gesagt haben, weil ich wusste das während der Schwangerschaft. Mhm. Ach so, das ist der 15., 16. Woche wusste ich, dass halt das Kind nicht ganz so fit sein wird wie andere Babys. Mhm. Und ja, ich habe mich aber ganz bewusst dafür entschieden, weil ich einfach gedacht habe, wenn das alles ist, was das Kind hat, dann kannst du es kriegen. Jetzt habe ich gerade, weil ich darüber nachgedacht habe, was bedeutet ein offener Bauch, nicht genau zugehört. Was haben die Ärzte damals gesagt, wie lange das Kind leben kann? Maximal eine Woche. Maximal eine Woche. Maximal nach der ersten OP. Nach der zweiten OP, die eine Woche später folgte, waren es dann 10%. Und haben gesagt, die wird aber nicht älter als 6 Jahre alt werden, weil eben der Magen-Darm-Trakt einfach zu sehr geschädigt war oder ist. Also bei den OPs hat man einfach alles zugenäht? Richtig, reingestopft und zugenäht. Mhm. Und der liebe Gott so nach dem Motto, bitte richt es einfach, egal wie, aber dieses Kind ist auch so tapfer und die hat eben einen super starken Willen. Ja. Und vor 4 Wochen ist es halt so gewesen, man hat uns 1991 aber schon prophezeit, dass dieses Kind irgendwann einen Darmverschluss kriegen wird. Mhm. Weil das ist halt üblich bei diesen Kindern mit der Erkrankung. Aber das Kind lebt noch. Ja, ja. Das Kind lebt noch. Ja, das Kind ist jetzt 14 Jahre alt. 14 Jahre alt. Aber das Problem war eben, dass sie dann hier, sie hat immer wieder Magen-Darm-Probleme gehabt, was auch normal ist für diese Kinder. Mhm. Und vor 4 Wochen sind wir dann hier in unser hiesiges Krankenhaus gegangen und sie hatte ganz schlimme Bauchschmerzen, also was haben wir noch nicht mitgemacht in der Form. Mhm. Und sie hat dann 2-mal ganz viel Kot gespuckt und das ist immer ein Hinweis darauf, dass das ein Ileus ist, also ein Darmverschluss. Und die Ärzte haben nur mit den Schultern gezuckt und haben zu uns gesagt oder zu mir, das ist kein Handlungsbedarf, also das muss man nicht operieren. Wie bitte? Das geht schon so weg. Ja, genau so. Und dann wenn man einen Darmverschluss hat, dann bricht man Kot quasi. Ja. Und dann sagen die, da besteht kein Handlungsbedarf. Ja. Was sind denn das für Ärzte? Ja, das wird ein Nachspiel haben. Mhm. Da können die sich hier ganz warm anziehen. Ich werde mir also einen guten Anwalt suchen, weil das geht nicht. Und dann habe ich denen aber mal ein paar Takte erzählt und gesagt, wissen Sie was, ich habe schon mal unseren alten Doktor angerufen in Hamburg und der sieht das ein bisschen anders. Mhm. Und dann haben die also echt Schweißausbrüche gekriegt und haben gesagt, nach der zweiten Attacke, wo sie das ganze Badezimmer mit Kot im wahrsten Sinne des Wortes tapeziert hat, ist es wohl besser, wir verlegen sie. Wir sind dann ohne Arzt mit dem Krankenwagen nach Hamburg gefahren worden. Mhm. Und da hat der Chirurg dort nur mich angeguckt und hat gesagt, Not-OP, das ist Ihnen klar. Ich sage, ja, das weiß ich. Das weiß ich seit 14 Jahren. Ja. Sagt er, und dann hat meine Tochter natürlich gesagt, Mama, das will ich nicht. Ich will jetzt nach Hause und ich will meine Ruhe haben. Ja. Und dann hat der Arzt zu ihr gesagt, eine halbe Stunde hast du noch zu leben, wenn wir jetzt nicht operieren. Mhm. Und sie ist operiert worden. Und dann hat er sie operiert. Ja. Und sie hat dann, jetzt ist es ja 4 Wochen her und wir waren zwar jetzt gerade wieder im Krankenhaus, weil sie wieder ganz starke Schmerzen hatte, aber es ist einigermaßen gut gelaufen? Oder ist es gut gelaufen, die Operation? Ja. Zum Glück. Dass das so lange hinausgezögert worden ist von diesen, wie es für mich klingt, dilettantischen Ärzten, hat das jetzt keine Nachwirkung negativer Art bei ihr gehabt? Doch, natürlich. Der Darm ist natürlich hochgradig entzündet. Ja, ja. Und das wird auch noch lange dauern, bis das einigermaßen verheilt ist. Mhm. Und sie hat leider dadurch, dass die eine Darmschlinge sehr schlapp ist, eben durch diese schwere Erkrankung während der Schwangerschaft,
Tja. Das heißt, du bist letztendlich jetzt die ganzen 14 Jahre mit diesem Thema nah am Tod beschäftigt. Ja. Mit Geburt des Kindes. Ja. Und jetzt gerade durch diesen dramatischen Zwischenfall nochmal. Ja, und das ist eben so, die Angst fährt mit, wie man immer so schön sagt. Das ist in einer Gehirnzelle abgespeichert irgendwo. Da könnte ja mal was passieren und... Martina, ich gucke gerade auf die Uhr. Die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal zurück, okay? Okay, danke. Bis gleich. Tschüss. Ciao. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.